Hi zusammen. Um fit in den Sommer zu starten, haben wir 4 Folgen für euch vorbereitet mit Übungen, die ihr zu Hause durchführen könnt. Unser angehender Physiotherapeut Anatoli wird euch die Übungen zeigen und ich erkläre euch, worauf ihr bei den Übungen achten solltet. Willkommen in einer neuen Trainingswoche. Heute beschäftigen wir uns mit Übungen für die Beine. Wir starten zunächst mit Ausfallschritten. Dafür stellen wir uns aufrecht hin und öffnen die Füße hüftbreit. Der Blick ist gerade ausgerichtet und die Bauchmuskeln sind angespannt. Mit einem Bein einen Schritt nach vorne gehen und dabei ausatmen. Wichtig ist, dass der Fuß nur so weit nach vorne geht, dass das Knie nicht über den Fuß hinaus zeigt. Die Knie sollen in die gleiche Richtung wie die Fußspitzen zeigen und nicht nach rechts oder links ausweichen. Wer diese Übung noch etwas variieren möchte, kann das hintere Bein jeweils in Kombination mit einem Sprung nach oben ziehen. Damit werden zusätzlich die Waden trainiert. Die zweite Übung für die Beine heißt Sumo-Kniebeuge. Dabei zeigen die Fußspitzen in einem 45-Grad-Winkel nach außen, so wie bei einem Sumo-Ringer. Beim Ausatmen die Knie beugen. Diese Position einen Moment halten. Dann wieder in die Ausgangsposition zurückkommen und bei der Aufwärtsbewegung einatmen. Das Ganze wiederholen. Der Bauch bleibt angespannt und der Rücken gerade. Die angegebenen Wiederholungen dienen lediglich zur Orientierung. Wichtig ist, sich nicht zu überschätzen, langsam mit dem Training zu beginnen und auf eine exakte Ausführung der Bewegungen zu achten. Diese Übung kann man noch steigern, indem man abwechselnd ein Bein nach oben Richtung Decke hebt. Wichtig ist dabei ein festes Standbein. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. In der nächsten Woche zeigen wir euch Übungen für den Po.